Neues Spiel. Das sieht gar nicht so aus wie die anderen Spiele. Wo ist die Pixelgrafik? Aber das ist nicht nervig für euch, Leute. Soll ich es leiser machen? Das muss ja nur hoch. Genau. 19:30 Uhr, Zeit für Stream. Ich penne auch immer so vor meinen Streams. Das ist eine neue Same. Nachricht. Azuka! Oh, das Nikujaga, was ich gemacht habe, ist im Kühlschrank. Das was? Mama? Ich habe mehr als 5000 Abos. Das ist auch die einzige Nachricht, die ich an meine Mutter immer schreibe. Wenn ihr meinen Chat mit meiner Mutter abgeht, ist es so, ich habe 500 Subs, ich habe 600 Subs. Mom! Spielst du immer noch deine Spiele im Internet? Du musst langsam mal erwachsen werden, dir eine richtige Arbeit suchen. Ja. Ja. Schillers Coffee? Aha, wir stellen vor unsere neue Speisekarte. Stellt euch mal vor, ihr geht irgendwie so oft bei einem Restaurant essen, dass die euch SMS schicken. Lass es uns nochmal versuchen, sagt Rikia. Das ist scheinbar unser Ex-Freund. Und den hast du geblockt. Habe ich geblockt? Da stand Block unten. Ha. Ah, mein Schachtelzimmer. Schönes Zimmer. Haben wir hier? Oh, ich habe ein Spiegelbild. Mein Spiegel sieht aus wie ein LCD-Fernseher. Okay. Ich auch gesagt. Ah, ein Mini-Scheißhaus. Cool. Kann ich rausgehen? Muss ja auch ins Stream. Ich weiß, es ist meine Wohnung. Ich kann auch einfach die Spüle kacken. Also ich halte nicht viel von Einrichtung, habe ich das Gefühl. Was tue ich mit meinem Leben? Ich könnte einen guten Job haben, Anwalt sein, Arzt sein, aber stattdessen bin ich Streamer mit Leuten, die die ganze Zeit PogChamp im Chat schreiben. Ich hätte so viel erreichen können. Und stattdessen, wenn ich was spiele, sind dann Leute im Chat, die immer fragen, wie heißt das Spiel? Wie heißt das Spiel? Obwohl es da steht! So, okay. Oh, ich wusste nicht, dass es geht. Nett. Ey Leute, was geht? Ich kann mich nicht hinsetzen. Lies noch mal die Ist Nachricht. das Nikoyaga von Azuka? Ja. Steht oben rechts. Das ist. Ach so, Oh! oh ja. Was ein kleiner Kühlschrank. Mein Kühlschrank ist auch klein, viel kleiner als der Kühlschrank. Das. Oh, armes Doofi. Das Nikoyaga. Lecker, lecker. Hab ich jetzt Lust auf einen Nikoyaga? Was ist Nikoyaga? Wer ist das Spiel? Paras. Ah, lass mich mal. Jaha! Jaha! Ja, was denn? Bin kurz in Sekundenkoma verfallen beim Essen und hab's mit Schüssel gegessen. So, PC benutzen, ja. Okay, Leute. Ey, oder. Ah, ne. Okay, Virtual Me starten, ein Spiel bereit haben, den. Virtual Me Spiel Stream. Okay, Virtual Me. Mein Model ist super süß, egal wie oft ich es sehe. Das war das Geld wert. Und Senra Nina ist ein super Name. Heute wird es ein guter Stream. Die 10.000 Abos schaffe ich. Wieso guckt sie zur Seite, wenn ich zur Kamera gucke? Wieso guckt sie nach vorne, wenn ich dahin gucke? Müsst ihr doch jetzt nach vorne gucken. Wenn ich mich recht entsinne, kann man in dem Spiel nicht speichern. Das nervt. Kann ich das schon spielen? Danger, Danger. Okay, Stream starten. Spielen wir es durch. Was für ein guter Titel. Ich gebe heute mein Bestes. Ich muss nur noch zwei Zettel abgeben. Hoffentlich kann ich es heute durchspielen. Wir fangen einfach an.
Ey, Leute, was geht? Akamantu wieder mal hier. Und jetzt packt euren Penis aus, denn dann wird alles gut. Was? Das ist Elotrix. Ah. Wir spielen heute mal wieder... Keine Ahnung. Ich glaube Akamantu. Aber wir spielen Akamantu für Fortnite, nicht wahr? Versteht ihr? Das ist eine Reference. Ah, nur noch zwei Stück. Fast geschafft. Danke. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. I love Nina. Danke, dass du da bist. Freut mich. Leute, vergesst nicht, den Sub-Knopf zu drücken. Für jeden Sub ziehe ich ein weiteres Kleidungsstück aus. Wie weit bist du? Digga, kannst du nicht zugucken? Guck dir die vergangenen Streams an. Ich lade die nicht umsonst hoch. Ich muss noch zwei Zettel abgeben. Wenigstens passt einer hier auf. Ach, Akamantu ist auch ein schönes Art. Leute, was ist hier los? Irgendwas passiert hier? Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr an das Spiel. Renn weg, ja, wo was denn? Lass dich nicht erwischen. Leute, ihr wisst doch, dass ich das Spiel beherrsche. Ihr wisst das doch. Ja, hier sind noch die anderen Zettel. Ah! Oh. Oh nein, gruselig. Ich bin gerade erst gekommen. Ist es schon vorbei? Wie demotivierend. Limau! Limau! Bann den! Nero! Nero, kannst du bitte Lohn bannen? Nero! Ich brauche hier echt nicht so ein blödes Backseat-Gaming. Also, wirklich. Ich bin gestorben. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Nicht speichern zu können, ist echt mies. Macht hier nichts draus. Ja, kommt, hört auf, hört auf. Kein Bock darauf. Das Spiel ist nichts für mich. Habt ihr Vorschläge für ein anderes? Wollen wir was anderes spielen, liebe Leute? Prost, Kameraden! Wenn du Lust auf was anderes hast, probiert das. Newgames.join. Bin ich Sandra Nina? Ja. Der Plan ist es, das Spiel für jeden Stream zu updaten. Ich hoffe, es gefällt dir. Sketchy. Sieht ein bisschen sketchy aus. Die Seite benutze ich immer. Das Spiel probiere ich aus. Leute, immer wenn auf Webseiten so steht, Download, 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 ist das nicht der richtige Download-Link. sorry, Leute. Ich muss noch ein bisschen mit euch interagieren. Ich kann es nicht wegmachen. Leute? Was hat da auf Download? Ah, da unten. Also, das neue Spiel wurde installiert. Okay. Leute. Oh, cool. Leute, können wir vielleicht was anderes als Horror spielen? Kannst du rausschauen beim Eingang? Ich habe gerade angefangen! Kann ihn auch jemand bannen, Leute? Ich habe echt keine Lust auf dieses Backseat-Gaming gerade. Leute, die sind noch schlimmer als ihr. Junge, die Steuerung ist irgendwie invertiert. Leute, ich... Leute, das ist echt nervig, dieses Spiel. Hä? Du musst nur die Maustasten nehmen, nur die Maustasten. Wie heißt die Tasten? Das ist ja gruselig. Die Steuerung ist scheiße. Ja, aber man gewöhnt sich dran. 5? Rot ist eine 5. Grün ist eine 4. Grün ist eine 4. Rot 5, grün 4. Warte, war da was auf dem Boden? Soll ich mit aufschreiben? Ja. Leute, wir hatten das Scheißspiel gemacht. Blau ist eine 7. Der Rest ist Trial and Error. Okay, rot ist eine 5. Richtig? Blau ist eine 7. Grün ist 4. Leute, deswegen bin ich die beste Spielerin. Süßes Gesicht, so niedlich, alles gut?
Schönheit, danke. Dankeschön. Was hat nicht so mein Typ? Oh, sorry. Leute, ist alles gut? Leute, ganz ruhig. Was ist los mit euch? Festgewählt, bist hübscher, so niedlich. Hab's dir alles vorgestellt, wurde schön. Sie ist mein Typ. Schönheit, alles in Ordnung. Sieht gut aus. Beneidisch. Süß, süß. Leute, danke, danke schön, Leute. Leute, danke. Danke. Danke, Leute. Leute, könntet ihr euch davon mal was. Ne? Könntet ihr euch vielleicht davon mal was abgucken? Wenn ich jetzt ein Spiel schaffe, wäre es echt nett, wenn ihr mal einen Chat spammen würdet, wie hübsch ich bin und wie süß, okay? Nur, keine Kritik, keine Kritik, ich will es nur sagen. Es geht noch weiter. Was? Mein Gesicht? Oh, du sollst dein Gesicht öfter zeigen. Schönes Gesicht, lol. Danke, Leute. Dankeschön, Dankeschön. Wie viele Subs habe ich jetzt, okay? Spiel meine Spiele im Stream weiter, sonst würde es dir leid tun. Okay. Hast du ihn auch blockiert? Okay, es ist was Blödes passiert. Man konnte plötzlich mein Gesicht im Stream sehen. Mir hat auch jemand eine seltsame Nachricht geschickt. Was soll ich tun? Das macht mir echt Angst. Und vor allem, das Spiel war nicht mal gut. Das ist gar nicht gut. Tut mir leid, ich bin gerade auf der Arbeit. Können wir uns morgen treffen? Wir sprechen das morgen persönlich. Mach dir nicht so viel Gedanken. Kann ich die Tür auch nicht öffnen, einfach durch den Türspion gucken? Okay. Ja! Oder ist jemand? Ich sollte da nicht aufmachen, oder? Ich werde immer auf dich aufpassen. Oh. Süß, danke schön. Was war die Musik? Was war die Musik? Was ist los? Habe ich was richtig gemacht? Alles gut. Bin ich der PC eingepennt? Was habe ich da gegessen? Ach, das ist ein Antivirusprogramm. Ja, 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 ja. 10 Uhr den Müll rausbringen. Oh. Hey, die habe ich doch blockiert. Mich zu blockieren bringt gar nichts. So einfach auf das, was ich sah. Aha. Items? Items, keine Items? Wo ist mein Müll hin? Hier drin. Das sah man jetzt nicht. Achso, ah, ich brauche jetzt noch mehr Müll. Wie viel Müll einmal brauche ich in dieser Wohnung? Ich bin ein Person. Was? Ich bin ein Personenhaushalt. Oh, das war mir nicht passiert. Kann ich hier dich rausnehmen? Ah! Ah! Oh, was ist denn hier los? Was machen Sie da drin? Entschuldigung! Okay. Schön hier. Ah, Japan. Eine Treppe? Nee, muss ich ernsthaft jetzt den Fahrstuhl nehmen? Nachbarn, ne? Kannst du dich mit ihnen, kannst du dich ohne sie. Danke, Blocks. Bin gerade in Spanien, nur zur Info. Ah ja, der Müll. Ah! Ah! Wollen Sie da rein? Geht's hier ruhig? Das ist nicht nett. Jetzt sind wir weg. So. Schauen Sie da meine Blätter? Das ist unser Busch! Guten Morgen!
Sie sehen so aus, als wären sie darüber verwundert, dass ich hier Müll einsammle. Sie klauen Blätter! Oh, man kann mit ihm reden. Stimmt, schon, es ist ungewöhnlich, dass ein Polizist das tut. Aber ich mache das hier freiwillig. Meine Wache ist in der Nähe. Da habe ich mir gedacht, dann könnte ich doch etwas Müll einsammeln. Oh, sie bringen ja den Müll raus. Heute kommt die Müllabfuhr, nicht wahr? Sie wohnen in diesem Gebäude? Leben Sie allein? Ja. Verstehe. Passen Sie auf sich auf. Man weiß nie, was passieren könnte. Gerade einer jungen Frau wie Ihnen. Melden Sie sich bei der Wache, wenn es Probleme gibt. Wir haben immer ein offenes Ohr. Können Sie bitte... Dieser Busch ist teuer. Das ist Rhododendron. Wo ist denn die fucking Müllsammelstelle? Sieht ja aus, als ob das hier die Müllsammelstelle ist. Da ist echt viel Müll im Busch. Ja. Ganz ehrlich, da kriegt die Polizeibehörde aber mal ein... So, ah, fliegender Sack! Guten Tag! Nur Verrückte hier. Warum sind sie 2 Meter groß? Ja, nur Verrückte hier. Ah! Werfen Sie rein. Du reagierst in manchen Situationen genauso wie ich. Also auch den Polizisten angeschrieben, weil er die Blätter gesammelt hat? Nee, ich habe ihn auch beobachtet. Hey! Hey! Hast du mein Müll gerade geklaut? Oh, gesagt. Komm ran, Kamerad! Jetzt gleich klatscht es, Junge, aber kein Beifall, ne? Ich liebe das. Wenn er herausfindet, dass ich immer in diesen Beutel kacke. 1:1, wirklich. Was? 1:1, okay, wow. Wir haben... Nein, das habe ich nicht gesagt. 1:1, Maria. Hast du auch gesagt, gleich klatscht es, aber kein Beifall? Nein, ich bin ihn auch hintergerannt und habe gesagt, hey, hast du meinen Müll geklaut? Komm zurück. So. Mit dem konnte man aber, glaube ich, nicht reden. Ich hab's nicht versucht. Nee, den konnte man nicht. Oh, okay. Hübsch hier. Weißt du, morgen fülle ich den gesamten Sack mit Kacke. Was eigentlich soll ich jetzt sein, Müllclown? Mhm. Quid pro quo, weißt du? Hab ich auch versucht, ging nicht. Kann ich dem Polizisten sagen, dann hat jemand gerade meinen Müll geklaut? Also wirft jetzt ja schon ein bisschen so ein... Ja. Oh, Polizist Boys, ja. Wirft ja schon so ein bisschen jetzt ein schlechtes Licht auf die Person, ne? Gestern war es der ganze Busch kahl ist. Okay. Sag mir, Kevin. Geht da rein? Nein. Sorry. Was ist los? Ich habe das Gefühl, ich gucke das einfach nochmal. Jetzt genau so, nur aus der anderen Sicht, also aus der Sicht der Zuschauer. Ach ja, eine Nachricht. Ich bin gleich da, ich komme direkt zu deiner Tür. Also du kannst also drinnen warten. Du hast einen Schlüssel? Ich vertraue hier gar keinem, ne? Entschuldigung! Bin da! Das werde ich aber erstmal angucken. Du kleiner Frechdachs. Hi!
Bin da! Ist alles. Willst du Asuka sprechen? Kann ich machen. Okay. Hast du letzte Nacht nicht geschlafen? Du siehst so blass aus. Reden wir später. Lass uns erstmal ausgehen. Okay, irgendwer hat meinen Müll geklaut. Oh, ich kenn sie. Oh! Oh! Ja. Als ich das letzte Mal hier war, war die Grafik viel schlechter. Aber ich mochte sie mehr. Ein Triple Latte Frappuccino Chillaccino mit dreifach Sahne, besonders Eis drauf achten. Dann nehme ich bitte alles. Ich habe da auch mal gearbeitet. Sie dumme Pisse. Na, schmeckt die nie essen? Guter Kaffee, nicht wahr? Und was gibt's hier? Lecker, lecker, lecker. Das würde ich ja auch gerne essen. Ah, was tun sie da? Sie sehen ein bisschen gruselig aus, um ehrlich zu sein. Mann mit Kapuze. Kapuzenhut. Ah, das ist wieder so dieses Chillersartige. Ist gut, Junge? Kann ich von draußen in sein Gesicht gucken? Hast du es auch gemacht? Lohnt es sich oder laufe ich jetzt einfach umsonst? Du kannst versuchen. Oh, wer sitzt denn da? Entschuldigung, ich habe nicht gelesen. Ich habe nicht gelesen, sorry. Nein! Ich könnte jetzt wirklich eine heiße Tasse Kaffee vertragen. Ah, Mensch. Du konntest da lang? Wie bist du da lang gekommen? Ich bin hier durch. Hä? Ich konnte da nicht lang. Ist das eine Frau? Weiß ich nicht. Schon ein Mann mit Kapuze. Ja, ich war einfach zu blöd, um da lang zu kommen. Bei mir war einfach eine Wall. Okay. Ist eine Frau. Hier, diese LCD-Bildschirme. Ich hab's, bevor ich bestellt habe, genau wie er spielt, habe ich gespielt. Ihre Bestellung bitte. Ein heißer Kaffee. Ah, okay, ist das alles? Ja. Hast du schon bestellt? Ich überleg doch, was ich mir hole. Könntest du was mit dem Ich nehme wirklich den Kaffee einfach. Geben Sie ihn einfach her. Es scheint eine Weile her, wie geht's dir? Wir haben uns seit dem Schulabschluss nicht mehr gesehen, oder? Wie läuft es so? Ah, nee, sagen die da hinten. Ja, ist echt lange her. Zu schade, dass wir nicht auf die gleiche Uni gehen konnten. In der Schule waren wir noch jeden Tag zusammen. Die Zeit vergeht. Können Sie leiser sprechen da hinten? Sie unterhalten den ganzen Laden. In letzter Zeit gebe ich mein Bestes, wie von meinem Vorgesetzten zu lernen. Wie sieht es bei dir aus, Mayumi? Ich arbeite auch hart. Ich habe vor einer Weile ein Auge auf jemanden geworfen. Ist mein Arbeitskollege und ebenso gut aussehend wie hart arbeitend. Er meint, er steht auf dünne Frauen. Oh, wirklich? Klappe da hinten! Trotzdem isst du so viel? Yep, ich hab Lust auf was Süßes. Du willst also, dass er das wahre Du mag? Nicht wirklich. Ich will seiner Vorstellung einer idealen Frau entsprechen. Da solltest du aber aufhören. Aber das hier ist was anderes. Was ist? Wie ist das was anderes? Du wirst doch zunehmen. Das passt schon. Ein, zwei Bissen machen mich schon nicht dick. Hey, du bist schon dick. Und wenn du so weitermachst, nimmst du noch mehr zu. Könnt ihr die Fresse halten? Könnt ihr... Gemeinter Kommentar. Könnt ihr beide die Fresse halten? Heiße. Entschuldigen Sie, junge Frau. Guten Abend. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Ist das deine Freundin von Ihnen? Ja. Freut mich zu hören. Ich mag den Kaffee hier. Aber der Geschmack verändert sich immer, wenn bald was passiert. Er schmeckt wieder seltsam. Wer ist James? Woher weiß ich, dass du James? Wer ist James? Ich werde das Gefühl nicht los, mit dem stimmt etwas nicht. Ah nee, du bist James. Ja. So sicher Japan noch sein mag, nicht jeder hat noch alle Tassen im Schrank. Man muss also immer auf der Hut sein. Ich habe so ein Gefühl, dass wir uns wiedersehen werden. Passen Sie bis dahin auf sich auf. Netter Mann. Können wir auch reden, Sir? Ah,
Asako, wo bist du nur hin? Es gab noch so viel, dass du mir das beibringen können. Ohne dich kann ich nicht weitermachen. Es gibt noch viel zu lernen. Warum? Ich muss meine Bestellung abholen. Ja, ich bin noch nicht fertig. Nur du. Ich will sie nicht trinken. Ich will sie dem Mann draußen bringen. Ich wünschte, ich hätte mir auch was zu essen bestellt. Das sieht sehr lecker aus. Könnte ich ein bisschen davon haben? Du meinst, man könnte dein Gesicht... Ach nee, das bist ja du. Noch alles gut, du hast sie vorhin auch gesehen. Ich gerne. Du meinst, man könnte dein Gesicht im Stream sehen? Was ist passiert? Mein Avatar war auf einmal verschwunden, ja. Wie kann sowas überhaupt passieren? Hast du deinen PC schon auf Viren geprüft? Ja, aber es wurde nichts gefunden. Verstehe. Wurde dein PC vielleicht gehackt? Weißt du noch, was du während des Streams gemacht hast? Ich habe ein Spiel von einem Zuschauer gespielt. Das muss es sein. Das war vielleicht ein Fan. Am Ende des Tages weißt du aber nicht, was für eine Person wirklich dahinter steckt. Du darfst nicht einfach irgendwelche Dateien öffnen. Lass die Finger vom Spiel, okay? Ich will ja aufhören, aber... Aber? Gibt es ein Problem? Ich habe eine Drohnachricht bekommen. Er hat mir gesagt, ich soll das Spiel weiter streamen. Das sind die seltsamen Nachrichten, die du erwähnt hattest, oder? Das ist furchterregend. Danke, Sir. Vielen Dank. Es zu ignorieren könnte es nur schlimmer machen. Wenn das Spiel selbst okay aussieht, wäre es wahrscheinlich besser, es weiter zu streamen. Wer würde sowas nur machen? Eines kann ich dir sagen. Keinen deiner Zuschauer kennst du persönlich. Doch, der Links da! Du kannst also gar nicht wissen, was sie wirklich denken. Ja. Dass ein paar Fans dein Gesicht gesehen haben, sollte kein allzu großes Problem sein, oder? Was soll schon passieren? Das Gebäude, in dem du wohnst, hat automatisch verriegelnde Türen. Mach dir keinen Kopf. Du hast wahrscheinlich recht. Es bringt nichts, sich den Kopf zu zerbrechen. Der guckt da mein Video. Ach übrigens. Hast du nicht erzählt, dass du mit deinem Freund Schluss gemacht hast? Warum? Vielleicht. Was war los? Unter 20 Zentimeter, ne? Was? Was? Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ist schon in Ordnung, wenn du nicht drüber sprechen möchtest. Möchte nicht darüber reden! Verstehe. Entschuldige. Gut, wenn du über noch was sprechen willst, dann lass es mich wissen. Sir, ihr Kuchen! Er ist Italiener. Er ist so, ja, hallo! Wollen wir los? Scusi, sind Sie nicht diese Streamerin? Das Handy, glaube ich, zum Vergleichen hoch. Er vergleicht dich mit dem Avatar oder so. Sir? Sir? Ha? Was ist los? Hinter dir. Hinter mir? Dein Hals! Was zur Hölle? Was ist passiert? Jag mir doch keinen Schrecken ein. Ich krieg Gänsehaut. Lass uns gehen. Siehst du das auch? Okay, es ist anscheinend kein Bug. You spin me right round, baby, right round. Oh. Ja, ich weiß, ich hätte an deren Stelle mehr Angst gerade als an meiner. Ab hier bist du alleine sicher. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Ruf mich jederzeit an, ja? Wir sehen uns. Sie geht nur in 90 Grad Winkel. Aber ich habe Angst, dass jemand hinterher rennt, wenn ich das mache. Wo ist dein Gesicht? Er dreht sich immer weg, wenn du zu ihm guckst. Na komm. Nein, 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 nein. Sind Sie ein Stalker? Nein, nein. Sind Sie ein Stalker? Nein, nein, sind Sie nicht. Nein, 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 nein. Haben Sie einen großen Penis? Nein, 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 haben Sie nicht? Nein? Okay. Okay. Der ist verdammt fix. Da habe ich große Probleme mit dem. Lass den armen Mann in Ruhe. Ich hätte ihm zugetraut, dass er jetzt wieder angesprintet kommt, weißt du? Ja. Weil der ist so fix. Ah, Zeit für Stream. Oh, schön. Kurz kontrollieren das. Ah, mein Schlafzimmer. Dass hier niemand im Haus ist. Ha. Ist das gut oder schlecht? Laundry. Hä? Oh oh. Ist das Schloss kaputt? Habe ich hier irgendwo einen Schraubenzieher? Hast du es auch gemacht, Dofi? Ob ich es aufgemacht habe? Ob du es auch gemacht hast. Ah, ja. Das wirkt ja nicht so, als ob man müsste, weißt du? Mhm. Aber ich muss halt noch das Scheißhaus reparieren. Spielt dir das eine Rolle, dass ich das getan habe? Weiß es nicht. Oh, warum ist hier die Gardine zurückgezogen? Kennen, wenn die Leute hingucken. Kennen, wenn die Leute nicht hingucken. Okay. Jetzt ist aber zu. Ja. Virtual Me, Transform, Spiel, Stream. Ey, Leute, was geht? Wir sind wieder mal live. Jetzt nehmt euren Penis in die Hand, denn dann wird alles... alles in Ordnung wegen dem Festival wie gestern? Die Polizei ist der Gegner. Was? Das ist eine Nachricht, die hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ich freue mich drauf. Zeigst du heute nicht dein Gesicht? Deiner Frau helfen, nicht von der Polizei geschnappt zu werden. Ist sie vielleicht eine Prinzessin? Schließlich muss man sie retten. Wovon redet ihr? Super Atmosphäre. Vom Spiel. Oh, weißt du, ja, mein Stalker oder Mörder oder wer auch immer das ist, der das hier gemacht hat. Ne? Mhm. Wenn du das nächste Mal machst, programmier ein besseres Spiel. Es wäre auch so, ja, ich darf das Spiel nicht mehr spielen. Vielleicht musst du den Schalter umlegen. Ja, habe ich ja versucht, Mann. E drücken. Hab ich. Verdammtes Bags. Was das wohl macht, sieht wichtig. Ihr habt auch drei Gehirnzellen, ne? Was ist das? Eine Frau? Ich gehe auch oft in Schillers Coffee. Wo seht ihr eine Frau? Frauentoilette Lull, Frauentoilette Lull. Aha.
Junge Dame. Hier ist ihre Frauentoilette. Wollen Sie hier hin? Ganz schön süß. Sie sieht ein bisschen aus wie ein Geist. Glückwunsch, weiter so. Schön. Danke, danke, danke schön. Gut gemacht, danke schön, danke. Ich hab's geschafft. Sieht aus, als wäre das Level zu Ende. Das. War da gerade ein Geräusch, Stufi? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gehört. Ich beende den Stream für heute. Wofür werde ich, werde ich gejagt? Jetzt oder was? Allgemein. Weiß ich nicht. Hä? Warum? Ich gehe auch jetzt baden, hä? Das habe ich auch nicht verstanden. Ist jemand scheiße aus? Wer hat hier das zugezogen? Ich weiß nicht. Ja, 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 gleich, gleich, gleich. Noch kurz die Hintertür verriegeln. Also nachdem sie verriegelt ist. So. Schön. Wieso zur Hölle mache ich das denn an? Ich habe Angst. Ja, du schaffst es. Es ist sehr gruselig. Pff, kommt drauf an, was du gruselig findest. Früher habe ich immer Pokémon-Figuren mit in die Badewanne genommen. Da habe ich immer so insgesamt 12 Pokémon-Spielzeuge mitgenommen. Und dann habe ich die gegeneinander kämpfen lassen. Und dann immer geguckt, wer am Ende gewinnt. Das war dann immer so das Finalkampf-Ding. War schon cool. Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Nein, du musst weitergehen. Ah. Sir? Sir? Wo ist er denn reingekommen? Da ist noch eine Tür übrigens im Zimmer, nur mal so. Aber... Da ist noch eine Tür? Oh. Oh, die werde ich bestimmt brauchen. Danke, Doofy. Also, weiß nicht, ob du sie brauchen wirst, aber... Ah. Ja, wie ist der denn reingekommen? Der muss ja irgendwie, weißt du? Leute, ich glaube, ich verlängere gerade das Spiel unnötig. Alles gut. Ich habe auch die ganze Zeit alles abgesucht, weil ich Angst hatte. Also. Ja, du hast auch 3 Stunden gebraucht. Ja. Was ist los? Das geschafft. Oh, ganz ruhig. Wie viel Uhr haben wir? Leute, Angst konnte ich nur schlecht schlafen. Das war so ein übersinnliches Phänomen, oder? Dabei glaube ich nicht, dass ich eine spirituelle Seite habe. Soll ich mit jemandem drüber reden? Ist immer noch Nacht. Ist immer noch Nacht. Die Wanne ist voll. Uhuhu, die Wanne ist voll. Hier ist jemand.
Okay. Schillers Residence. Ich bin Miyamoto, die Managerin des Gebäudes. Bitte kontaktieren Sie mich, falls es Probleme geben sollte. Klingt wie eine Falle, oder? Ich weiß nicht. Kannst du mir sagen, ob du angerufen hast? Ich entscheide mich für das andere. Ich kann mir vorstellen, dass du Ich habe angerufen hast. Ich würde angerufen. abwarten dann. Ich habe angerufen, ja. Ist das gut? Ist sie das? Ich werde nichts spoilern. Oh, es könnte sein, dass sie das nicht ist, weißt du? Ja. Und wir dann einfach nur unsere Nummer nochmal wieder weiter rausnehmen. Aber der hat ja, eigentlich hat er ja unsere Nummer eh schon. Ja. Ich rufe nicht an. Robby, wenn du sowas schreibst wie nichts sagen, Chat, dann klingt das schon so, als ob es irgendwie verdächtig wäre. Ob es jetzt was ist oder nicht, ist egal, aber... Habe ich es richtig gemacht? Weiß ich nicht. Also ich habe angerufen, wie gesagt. Das will ich nie erfahren, ob sie es war oder nicht. Wie Ich spät habe ist mir schon es? gesagt, nicht spoilern. Deswegen alles gut. Was ist das, so alte Chillers Art Games in der Tasche? Weiß ich nicht. Bist du heute wieder dieser Frau? Wie ist es heute? Zeigst du dein Gesicht? Schau zum ersten Mal zu. Freue mich schon. Ich will dein Gesicht sehen. Ist das ein Supermarkt? Leute, warum schreibt ihr mir sowas nicht? Boah, kann der mal dieses fucking Spiel besser programmieren? Ernsthaft? Beide hinten. Oh, ich habe Reiko gefunden. Was? Reiko? Woher wissen wir denn, dass sie Reiko heißt? Hier muss sie nachher hin. Müssen wir nur noch den Hebel finden. Man kann nur mit WASD und so steuern? 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 Und er kann seine Maus nicht bewegen oder so. Jemand hat breit Wasser in dem Kiel. Wir steuern nur mit WASD, nicht? Meine Freundin, ne? Der Polizist hat mich fast gekriegt. Geschummelt. Da ist wer hungrig. Gutes Timing, dann mache ich heute Schluss. Leute, das war wieder unser 5-Sekunden-Stream heute. Danke fürs dabei sein. Entweder habe ich Hunger oder ich habe den schlimmsten Durchfall, den ich haben kann. Da ist ja Relaxo, Dankeschön. Wenn es dasselbe ist wie gestern, musst du die Frau zur Tür bringen. Ich bin ja schon durch. Ich habe so einen Hunger, ich kratze gleich ab. Wenn da was im Kühlschrank? Nein, ich habe Angst. Du bist meine Angst berechtigt. Wenn du Angst vor deinem Kühlschrank hast, dann ja. Kühlschränke können sehr gruselig sein. Ah ja, klar, was soll ich machen? Jetzt? Oder Supermarkt in der Nähe? Supermarkt. Ich will einkaufen gehen, das ist witziger. Oh, danke schön, Sir. Danke. Jetzt kommen Sie doch mal her. Ei, haben Sie mir das gerade reingesteckt? Ah ja. Sie sind Frau Nina, richtig? Wer sind Sie? Ich bin Miyamoto, Ihre Gebäudemanagerin. Entschuldigen Sie, aber leben Sie alleine? Es ist gefährlich für eine Frau alleine zu leben. Haben Sie einen Freund?
Ich weiß nicht, wer hat gefragt? Im Moment nicht, nein. Also hatten Sie bis vor kurzem einen? Was eine Verschwendung. Warum habt ihr euch getrennt? War er ein schlechter Mensch? Gab es einen schlimmen Grund? Oh. Verzeihung, das geht mich ja nichts an, nicht wahr? Also wie gesagt, ich bin die Managerin dieses Gebäudes. Wenn was ist, wissen Sie ja, wen Sie anrufen können. Haben Sie gesehen, wer mir eben Blumen gegeben hat? Waren Sie das? Sehr süß. Habe ich die Blumen? Nee, was mache ich mit den Sachen die ganze Zeit? Hast du Uber Eats genommen oder hast du auch den Supermarkt genommen? Ich wollte bestellen, aber der Chat meinte, geh zum Supermarkt. Und dann bin ich zum Supermarkt gegangen, aber weil es halt dunkel ist. Ich werde nur zum Supermarkt. Das wirkt so, als ob ich jetzt sterben könnte. Hätte echt keinen Bock, das alles nochmal zu spielen. Tobi, Dankeschön für den Sub. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Ganz viel Liebe geht raus. Auch wenn ich in letzter Zeit nur selten dabei sein kann. Auf die nächsten 30 Jahre. Was? 30? Danke, Tobi. Spukimpf? I'm a little bit spooked. Please help me. I do not want to die. Hallo? Das hätte ich aber noch geschafft. Was haben Sie für gute Bremsen, Sir? Du brauchst nie Angst haben, wenn du der seltsamste Mensch bist, der hier lebt. Alles gut, Sir? Kenne ich nur durch YouTube, aber cool, dass du auch auf Twitch bist. Hi, Woker. Nur Abendessen. Ich habe echt Hunger. Nur eines wird nicht reichen. Außerdem brauche ich Alkohol und Getränke. Alles gut mit Ihnen, Sir? Die sind mindestens genauso gruselig wie der da. Wenn ich mein Vater wäre, dann wäre ich so mit bei Jackern. Muss ich mir das angucken? Nee. Musst du nicht. Ich kann mir kein Getränk holen. Was ist los? Das ist ganz schön groß. Oh, ich darf mir das aussuchen. Was haben wir denn da? Aha. Aha. Bier. Was auch immer das ist. Aha, Sushi. Du konntest Sushi wählen? Ja. Eis. Oh. Ich will unbedingt eines. Und ich habe mich gefragt, warum meine einfach nur so ein Fertig-Sandwich genommen hat aus dem Kühlschrank. Das, eigentlich mag ich Sushi Erdbeeren nicht. klingt auch gut. Sie mögen auch Cup Noodles? Ah ne, sie gucken sich Keks. Kaugummis? Xylitol? Ich wünsche Ihnen guten. Nachdem ich ein Eis gegessen habe, werde ich was Salziges. Über scharfes Essen, das werde ich bereuen. Eine letzte Sache noch. Was sieht denn gut aus?
Xylitol oder was ist hier? Das sieht sehr lecker aus. Kekse. Schoki. Ich bin kein Schokoladenfan, Leute. Ich mag Schokolade echt nicht gerne. Das sieht lecker aus. Ja, komm, nehmen wir die Kekse hier. So. Er braucht die Kekse für was anderes. Das ist überhaupt nicht das, was ich gekauft habe, glaube ich. Lange nicht gesehen. Kia. Bitte lauf nicht weg. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Hör auf. Du hast mich blockiert, nicht wahr? Deshalb bin ich hier, um mit dir persönlich zu sprechen. Deine Freundin verhält sich verdächtig. Nein, sowas will ich nicht hören. Komm schon, sag doch sowas nicht. Hör mir wenigstens zu. Hey du, was machst du da? Ich habe Beweise. Schreib mir. Wieso bin ich... Leute, POV Jazz. Ja. Nein, Jess ist gar nicht so klein. Leider. Du hast gegessen. Alle Hunger. Oh. Ah, alle Schokolade. Nein! Ich bereue alles. Na, ich hol's nicht alles ab. Oh, Entschuldigung. Gute Nacht, Cookie. Glaubst du, er weiß es? Ich weiß, dass er da ist? Nein. Hast du es auch so gemacht, dass du die ganze Zeit angeguckt hast? Ja. Erkennst du sehr viel von deiner Spielart bei mir wieder? Ja. Macht dir das Sorgen, weil das bedeutet, dass wir das gleiche Ende kriegen? Nicht unbedingt. Bye, have a great time! Klaust du wieder den Müll? Das suche ich jetzt nicht ab, oder? Kannst du mir sagen, ob ich ihn finden kann? Ich habe ihn nicht gesucht, bin weitergegangen. Okay. Ich wollte ihn gerade einladen, weißt du? Oh. Heute etwas essen, Leute. Alles gut, mach ich. Kommt der gleich wieder mit reingerannt? Ah!
Sir, ich musste da raus. Sir? Okay. Scheinbar ist das mein Stock. Ist ich rausgegangen aus dem Fahrstuhl? Ja, ist alles gut? Wo ist mein Einkauf? Es leben sehr viele seltsame Menschen hier. Den Part verstehe ich nicht. Welchen? Meinst du, er hätte dich bis nach vorne verfolgt, wenn du dich nicht umgedreht hattest? Nö. Ich werde verfolgt, das ist echt unheimlich, aber Angst. Er weiß, wo ich wohne. Okay. Oh Mann, ich bin zu blöd. Bist du jetzt zu Hause? Hast du. Ah, warte. Hast du abgeschlossen? Ja, meine Tür schließt automatisch ab. Soll ich die Polizei rufen? Vielleicht ist es besser, das erstmal nicht zu tun. Ohne Beweise kann die Polizei nichts machen, selbst wenn es. Ah, Mann! Mann! Selbst wenn sie kommen. Kannst du alles in eine Nachricht schreiben? Ach, schön. Wo kommt das Geräusch her? Du kriegst, glaube ich, vielleicht noch ein paar andere Nachrichten. Bist du dir sicher, dass du deiner Freundin trauen kannst? Denk daran, was dein Ex gesagt hat. Ist es in Ordnung, ihn einfach zu ignorieren? Gibt es andere, denen du vertrauen kannst? Kannst du dich auf nur eine Person verlassen? Wenn ich du wäre, würde ich meinen Horizont etwas erweitern. Nein, du wirst schon allein zurechtkommen, denn egal was du machst, du wirst mir allein. Alles klar! Also, ohne Beweise kann die Polizei nichts machen. Jade, jade, jade. Das könnte dich provozieren. Trotzdem wäre es wohl am besten, wenn du mit der Polizei sprichst. Heute noch zu gefährlich. Du solltest morgen früh, wenn es selbst bei der Polizei war, vorbeischauen. Weißt du, wer ist er? Irgend so ein Typ, der mir gefolgt ist. Aha. Beruf unterwegs morgen auch. Ich kann morgen also nicht mit dir mitkommen. Wirst du das schaffen? Ja, das krieg ich schon wieder hin. Aha. Aha, okay. Okay, ja. Ich lasse ihn blockiert. Auch wenn er nicht der Killer ist. Weißt du? Entschuldigen Sie die plötzliche Störung. Sitzt. Ach, meine Fresse! Eine Nachricht! Okay, entschuldigen Sie die. Entschuldigen Sie die plötzliche Störung. Sind Sie kürzlich gestalkt worden? Ich habe heute einen Rundgang gemacht und dabei einen verdächtigen Mann rumhängen sehen. Er war in der Nähe von Ihrer Wohnung, was ich merkwürdig fand. Ich schicke Ihnen ein Foto von ihm, nur für die Fälle. Der verdächtige Mann, diese Frau, haben Sie unterhalten. Kennen Sie die Frau? Ja, ist die Frau aus dem Dingens, ne? Entschuldigen Sie bitte, falls dies nur ein Missverständnis ist. Wenn ich Ihnen behilflich sein kann, sagen Sie, das ist doch die Frau aus dem Shop-Ding, oder? Die Gebäudemanagerin, die du eigentlich nicht anrufen wolltest und die du dann vorhin... Nein, die Frau auf dem Bild ist die aus dem Café. Ach so, die... das ist deine Freundin. Das ist meine Freundin? Ja, die vorhin da war. Ah, Asuka, das ist unmöglich. Das Bild ist eindeutig, ich habe keine Wahl. Ich muss sie blockieren. Ich muss gar nichts. Das ist auch nicht normal.
Das ist doch alles nicht normal, das ist doch alles Kacke. Alles zu, okay. Ist mit drin? Sehr gruselig. So bemitleidenswert. Im Stich gelassen von seiner besten Freundin. Bis in alle Ewigkeit allein, genau wie ich. Einsam und verlassen lebe ich in der Dunkelheit. Siehst du, wir sind gleich. Niemand wird kommen, dir zu helfen. Uns ist es nicht erlaubt, an der Seite anderer Menschen zu sein. Bye, everybody! Was ist das für eine Uhr? Ach, das ist ein Chinchilla. Kommt da jemand? Da klopft hier. Was soll ich tun, Lovi? Weiß nicht. Hingehen? Sicher? Passiert was, wenn ich hier drin bleibe, oder passiert dann nichts? Du kannst gerne warten, aber bei mir ist nichts passiert. Ich bin einfach rausgegangen irgendwann. Ja, ich muss ans Fenster gucken. Bye, have a great time! Ich mag die Nachbarschaft hier. Töte ihn, los! Was? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Guck auf dein Handy. War da nicht irgendwo ein Schraubenzieher? Wir sind wahrscheinlich mit einem Schraubenzieher. Wen? Mach ich was falsch? Muss ich drin bleiben? Viel Glück. Du, ich weiß nicht, was ich tun muss. Was steht im Chat? Töte ihn. Ja, ist das an mich gerichtet? Es ist ein Live-Chat, so. Also. Du würdest mir mich nicht anlügen, dass ich jetzt rausgehen soll, ne? Ich kann dir sagen, ob ich rausgegangen bin. Nero, ich hab dir gesagt, du sollst Lone Bun. bist du rausgegangen? Ja, irgendwann bin ich rausgegangen, weil... Ja. Aber du hast dich auch da drin. Ah! Die Stelle gekriegt. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was soll ich denn machen? Wer weiß denn, wo er ist? Ich glaube, man hört ihn. Versteck dich. Hör gut zu. Ganz leise nur. Dann achte drauf, wo er lang geht und weißt du, wo dein Schraubenzieher ist? Im kleinen Schrank, also im Ja. Jetzt ist er, glaube ich, vorbei, oder? Ja, beeil dich, beeil dich. Und jetzt? Musst du es nur schaffen. Er kommt, glaube ich. Achtung. Okay, hier rein. Ich weiß es nicht. Aber wann soll ich denn ran? Ich weiß es nicht.
Wer hat Low einen Sub geschenkt? Er ist gerade hier, oder? Wenn er weggeht, würde ich rausgehen. Geht er gerade? Ich kann es nicht hören. Oh. Habe ich ihn aber nicht umgebracht. Da habe ich ihn jetzt aber gerade hingezogen noch. Ey Leute, was geht? Elotrix wieder mal hier. Er ist doch nicht tot. Da stirbt man doch nicht. Oder? Traum? Gott sei Dank. Ich habe echt Angst, ich bin so müde, obwohl ich lange geschlafen hatte. Stimmt ja, ich muss zur Polizei. Es ist schon Abend, eigentlich wollte ich bis zum Morgen wach bleiben. Ich muss das wegen dem Stalker machen und mit jemandem drüber sprechen. Ich muss los, bevor es dunkel wird. Ich bin so müde. Wie lange dauert das jetzt noch von hier? Kommt drauf an, wie schnell du bist. Ich weiß es nicht. Wieso? Ich frag nur. Weil es wirkt gerade eigentlich wie das Ende. Dachte ich auch, ja, aber nee. Da kommt noch viel? Ein bisschen. Der nie endende Stream. Dann darf er eigentlich schlafen gehen. Das war die Freundin, ja. Das war ja nur ein Traum. Ja. Ah! Schön hier aber. Hi, Sir. Guten Tag. Gibt es ein Problem? Ich wollte mit Ihnen etwas besprechen. Ist das so? Dann lassen wir uns wohin gehen, wo wir gut reden können. Also nicht auf der Polizeiwache. Nein, nein. Auf der Wache wären Sie nervöser, oder? Solche Leute gibt es öfter. Lassen Sie uns in den Park in der Nähe gehen. Weiß nicht, ob... Das so. Na, beruflich mäßig. Schön hier. Schöner Park. Legespäne Boden, sehr schön. Verstehe, vielleicht wurden sie gehackt. Darüber hinaus werden sie gestalkt. Ein Hacker und ein Stalker. Wahrscheinlich sind die beiden die gleiche Person. Leider können wir da nichts machen, so ganz ohne Beweise. Wenn sie wieder ein Problem mit dem Stalker haben, würde es zu lange dauern, die Polizei zu rufen. Bitte rufen sie dann direkt mich an. Ich bin immer in der Nähe der Wache. Wenn was ist, werde ich direkt bei ihnen sein. Ich gebe ihnen meine Nummer. Rufen sie mich jederzeit an. Ich werde bei meinen Patrouillen extrem wachsam sein. Also haben Sie bitte keine Angst. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ich drücke Ihnen die Daumen. Also ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch Angst haben vor ihm, aber irgendwie kommt er mir vertrauenswürdig rüber. Ich mag ihn. Ist das wirklich okay? Ist was okay? Ist was okay? Sag nicht, ich habe Angst. Ah, okay. Hier bin ich nie hingegangen. Hallo. Schade.
wollte sie nie blocken. Vertrau Asuka. Sorry, ich hatte dich blockiert. Ich weiß einfach nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Ich weiß, das ist egoistisch. Aber könntest du vorbeikommen? Ich habe echt Angst, ich möchte dich an meiner Seite haben. Es ist aber bald Zeit für mich, mit dem Streamen anzufangen. Aha. Warum ist das abgeschlossen? Warum ist das abgeschlossen, Doofi? Ich weiß nicht. Also die Nachrichten kamen nicht an, weil ich blockiert war. Ist schon okay. Ich habe heute früher Feierabend gemacht und bin in deiner Nähe. Entschuldigung, bin sofort da. Habe ich jetzt was anderes gemacht als du? Oh ja, schon lange. Du hast ihn wahrscheinlich nicht blockiert gelassen, oder? Nee, ja, ich habe ihn entblockt. Es wird einen Grund haben, warum wir Schluss gemacht haben, weißt du? Mhm. Ich war halt nur neugierig, weil er halt meinte, er hätte Beweise gehabt oder so. Ja, das ist der älteste Trick im Buch. Was muss ich machen? Sie warten? Kann sein. Minuten später. Die Musik gar nicht gut. Oh, 20 Minuten fett ein rausgedonnert. Geister. Gruselige Hände hast du. Ich vertraue ihr. Ich bin froh, dass ich direkt kommen konnte. Also du liest. Alles klar. Achso, geht es dir gut? Perfektes Timing. Chrissy, das älteste Trick im Buch. Moveboard, hier könnt ihr mein Buch vorstellen. War der Stalker wieder da? Nein, das nicht, aber ich fühle mich echt unwohl. Verstehe. Warst du bei der Polizei? Ja, ich war gerade da. Ich hoffe, ich kann dir irgendwie helfen. Tut mir echt leid, dass ich dich blockiert habe. Mach dir darüber mal keine Sorgen. Ich weiß, du machst gerade eine schwere Zeit durch. Ich bin froh, dass du dich noch so auf mich verlässt. Mir wurde ein Foto gezeigt von dir mit diesem Mann. Ach ja. Ein Ach Foto ja. mit diesem Mann? Oh. Redest du von diesem seltsamen Kerl, der mich hier in der Nähe angesprochen hat? Ich wusste, dass was nicht gestimmt hat. Er war also der Stalker, von dem du geredet hast. Echt beängstigend. Er kam aus dem Nichts zu mir und hat einfach nur gesagt. Oh, er war nervös. Stimmt. Er ist auf mich zugekommen. Er hat aber nicht wirklich was gesagt. Als ich gehen wollte, hielt er mich auf. Also fragte ich ihn, was er wollte. Ich dachte, vielleicht hat er sich verlaufen oder so, also habe ich darauf gewartet, dass er was sagt. Hat er aber nie und dann ist er einfach gegangen. Davon hat also jemand Bilder gemacht. Tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Ist schon gut. Mach dir keine Sorgen. Jeder würde doch skeptisch werden bei solchen Bildern. Also, was soll ich machen? Ich wurde nicht skeptisch, ich habe vergessen, dass es die gab. Soll ich dir einfach etwas Gesellschaft leisten? Ja, das wäre lieb. Alles klar. Mir wäre es am liebsten, wenn du eine Pause einlegst, aber das wird wohl nichts, oder? Asuka, ich will nur sagen, geh nicht aufs Klo. Ich habe eben 20 Minuten da geschissen. Keine Lüftung, gar nichts in diesem Raum. Dieser Raum ist so winzig. Du solltest vielleicht darüber nachdenken, umzuziehen. Morph durch mich durch. Kannst du ruhig Fernsehen gucken? Sag Bescheid, wenn du es brauchst. Viel Glück mit deinem Stream. Danke.
Dankeschön. Ah, jetzt wo du ja hier bist, ist so stickig. Ich lüfte mal ein bisschen, ne? Die kommt jetzt nicht mit dem Messer wieder, oder? Kannst du es bitte in Klammer vorlesen? Wie? Klammer auf, hey, Klammer zu, Klammer auf, entschuldige die Störung, Klammer zu. Wollte dir nur Bescheid geben. Im Kühlschrank ist nichts mehr zu essen. Ich hol schnell was vom Supermarkt. Nein, bitte bleib. Ist schon okay. Es ist nicht weit. Trotzdem. Wird nicht lange dauern. Bin sofort zurück. Gib die Jugendklasse, gib die Jugendklasse, gib die Jugendklasse, gib die Jugendklasse. Oh, sehen wir jetzt gleich die da draußen? Ich spiele heute das Spiel von gestern weiter. Das sieht echt aus. Ich frage mich, was für ein Level das heute sein wird. Ich frage mich, ob die Steuerung immer noch so kacke ist. Oh ja, das ist der Supermarkt. Miau! Miau! Warte, sag mir nicht, dieser Ort ist... Miau! Gotta go fast! Njau! Wo sind die Getränkeautomaten? Nein, das ist nicht unser. Das ist nicht unser Ort. Der Fahrstuhl funktioniert echt nicht so gut bei uns. Njau! Njau! Geht halt nicht so gut, deshalb beende ich den Stream etwas früher. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein wieder guter 1-Minuten-Stream. Der Raum ist ganz schön groß. Okay, ciao. So, wie muss ich Angst haben? Nö, du hast es nicht gesehen, alles gut. Was habe ich nicht gesehen? Was habe ich nicht gesehen? Wie er dich eben gefilmt hat. Was? Hast du doch eben eine Aufnahme gesehen. Ja. Das kann man eben im Spiel sehen? Ja, du hast sogar hingeguckt, aber du hast es nicht erkannt gerade. Ich war ja auch Speedy wie, Speedy wo, Speedy die schnellste Maus von Mexiko. Deine Cam ist stehen geblieben. Okay, wartet kurz. Wieso war ich so schnell in dem Spiel? Was? Wieso war ich so schnell in dem Spiel? Also Shift gedrückt? Ja, aber nicht dauer. Vielleicht deswegen? Ich bin langsam. Wen rufe ich an, Doofi? Ich würde sagen, ich rufe die Gebäudemanagerin an. Okay. Miyamoto, Managerin der Chiller Residence. Ich bin in Zimmer 705. Also was erstes passiert, bitte helfen Sie mir. Sie sind Frau Nina, richtig? Klingt so, als stecken Sie in Schwierigkeiten. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich bin ganz in der Nähe. Ich komme sofort. Bitte warten Sie auf mich. Mach ich nur. Abgeschlossen. Ah, ich habe nicht gelesen. Ja, das wird halt nicht das beste Versteck sein, ne? Jetzt sterbe ich doch, oder?
Dann such mal eine Waffe, du hast noch eine Minute Zeit. Oh, man kann eine Pfanne nehmen. Ich meine, ich habe ein Versteck und ich habe eine Pfanne, ist doch alles gut, oder? Ich habe eine Bratpfanne. Nee, ruhig. Ich hab gerade die Kermis stehen geblieben, hab mich schon gewundert, warum kennen sie so lange nicht bewegt werden. So, wie ist das gut? Ich weiß nicht. Ah! Du, hilf mir! Du schaffst das. Was soll ich machen? Ich glaube, du musst dein Handy weglegen, es macht Geräusche. Oder ist es im Spiel? Was mache ich jetzt? Sind die Geräusche im Spiel? Ja. Ah, okay. Oder dann in der Übertragung knistert vielleicht. Warte, lass jetzt mal in die Übertragung. Weil bei mir knistert. Warte. Er hat irgendwas aufgemacht eben. Was mache ich denn jetzt? Ihn hauen mit der Brandpfanne. Ja, aber wann? Das weiß ich nicht. Und was soll ich tun? Das gleiche wie im Traum. Würdest du rausgehen jetzt? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann ihn nicht hören. Hat er gerade irgendwas gemacht? Ich glaube, er hat gerade die Gardinen da hinten aufgemacht. Okay. Schluss jetzt. Ich habe auch versucht, ihm aus dem Schrank anzugreifen, aber bei mir ist das gleiche passiert. Oh. Was machst du da? Sorry, ich habe keinen dollen Tinnitus. Ho! Ho! Hast du auch die Gebäudemanagerin angerufen? Nee. Ich bin froh, dass Rikia mir zu Hilfe gekommen ist. War Rikia? Der Polizist, der mich beraten hat, informierte mich daraufhin, dass der Stalker gefasst wurde. Scheinbar war er ein Fan von Senra Nina. Und während er sich täglich bei den Süßen sah, verlor er sich in der Vorstellung, ich sei seine Freundin. Die Beziehung zu einer Internetpersönlichkeit falsch einzuschätzen und der festen Überzeugung zu sein, man wäre in einer intimen Beziehung, nennt man parasocial. Es soll viele Vorfälle wie den meinen geben. Mir wurde geraten, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Nachdem alles vorbei war, hatte ich das Gefühl, tief in der Schuld von Rikia zu stehen, da er mir geholfen hat. Also entschloss ich mich dazu, wieder mit ihm auszugehen. Warum? 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 Sehr gruselig, Rikia. Was ist los? Du bist ja ganz in Gedanken versunken. Ist ja auch kein Wunder nach allem, was du erlebt hast. Aber jetzt bin ich bei dir, nicht wahr? Ja. Jetzt können wir für immer zusammen sein. Also gut, ich gehe ein paar Blumen pflücken. Was? Was? Im Klo? Was? 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 Raufasertapete. Ah. Nee, ah, du bist es. Oh, okay. Entschuldigung. es tut leid. Warte, was? Es tut mir leid, wenn du dich wegen mir schlecht gefühlt hast. Na, sogar. Aber könntest du dir bitte das hier ansehen? Wäre das okay? Ja, zeig her. Oh, es ist sehr klein. Oh, ist das Rikia?
Oh, das ist Rikia. Wenn ich Asuka geglaubt hätte. Dann? Was? 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 Ja, das war auch mein erstes Ende. Aber ich habe ihn doch blockiert gelassen. Wie viele Endings gibt es eigentlich? Wisst ihr das? Also sind es nur zwei? Nö, ich kontaktiere Asuka jetzt nicht. Aber hier ist ja nirgendwo mein Schraubendödel, ne? Ah, hier ist das Messer. Hm, lag das nicht? Ist es. Ach, da. Ist da also gerade so das Fest weg gewesen? Hattest du das Messer? Ich hab's auch gesehen und versucht zu holen, ja. Aber ich glaube, ich hau ihn lieber mit der Pfanne. Macht es. Ja. Wenn das jetzt nicht klappt, Leute, dann, ne? Speedy wie, Speedy wo, Speedy die schnellste Maus von Mexiko. Kannst aber gleich nachgucken. Ja. Speedy wie und Speedy wo. Und wo? Links bei dir im Zimmer. In echt, in echt, in echt. Ah. Also, hast du es gesehen? Interesting. Sehr interessant. Ich achte mal sehr auf meine Umgebung, wenn ich rausspiele. Oh, ich will das jetzt nicht nochmal verkacken. Ich hätte nicht, warum jetzt nochmal wieder reinkommt, oder was Rikia gerade. Aber es ist ein cooles Ding, das man so sehen kann mit der Hand, weißt du? Mhm. Oh Gott. Was zur Hölle? Oh, jetzt kann ich sie zumindest nicht anrufen. Ja. Wen hattest du angerufen? Ich. Ja, ist das nicht ein Spoiler, wenn ich sage, wen ich angerufen habe? Naja, wenn ich jetzt wieder. Ich werde es hier noch nicht nochmal versuchen. Also beim zweiten Mal wird. Oder. Du willst wissen, wen ich angerufen habe beim zweiten Mal? Ja. Ich habe die Freundin angerufen. Wen hast du beim ersten Mal angerufen? Ich habe die Polizei angerufen. Und das ist schlecht? Ich habe nur zweimal angerufen. Also du sagst das erste Mal zum Bad Ending. Willst aber auch gespoilert werden. Doofi, ich will jetzt nicht nochmal was falsch machen. Du kannst es gar nicht richtig machen, weil sie nicht da ist. Oh, sie muss da sein? Ich weiß halt nicht, was bei Rikia passiert. Ich habe nur die Polizei angerufen und sie. Gucken wir nochmal die Gebäudemanagerin. Das war jetzt kacke. Ich muss mich echt selbst bannen. Aber er fragt mich ja auch aus. Das ist jetzt unlucky. Das ist unlucky. Vielleicht schaffst du es ja. Ich weiß nicht, ob. Keine Ahnung. Versuch's mal.
Aber wo? Was denn? Wo versteckt man sich am besten? Kann ich so und dann rausgucken? Kann das versuchen? Oh, sag bloß nicht, wo man die Freundin finden kann. Was? Leute, muss ich jemanden hauen? Was macht ihr im Chat? Seid lieb. Die haben ja mein Ding wieder ordentlich gemacht. Ich spoilere nicht, aber trotzdem war der Satz doof. Genau, er hat sie blockiert, deswegen konnte er sie nicht anrufen. Hä? Was denn? Die Türen haben sich einfach wieder automatisch richtig geschlossen. Achso, das machen sie immer. Ah! Oh Gott. Mann! Nein! 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 Die rennen halt echt schnell in dem Spiel. Ich will sie nochmal spielen, den Ende. Ja. Ah, Messer! Kann man eigentlich auch auf den Balkon? Vielleicht ist das gut auf dem Balkon, dann so ist. Ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass du ihn die ganze Zeit von vorne erwischt. Ja, hallo Rick hier. Oh, muss kurz Blumen pflücken. Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Nina, zu mir. Durch die Scheibe. Guck dir dieses Foto an. Oh, Nina! Guck dir dieses Foto an. Komm doch ruhig rein! Soll ich noch einmal versuchen, Doofi? Ja, ja, jetzt schaffst du es bestimmt. Würdest du sagen, das Ending, was du hattest, ist erstrebenswert? Ich würde es spielen. Also es ist nicht lang. Und du schaffst. Also ich bin da, glaube ich, einmal oder so, weiß nicht, ob ich da gestorben bin, aber es geht ganz schnell. Du musst es ja nur kurz durchrushen. Es sei denn, du willst es nicht spielen, dann musst du es natürlich nicht machen. Gib dem Ganzen noch eine Chance, okay? Okay, dann. Ich werde jetzt nicht fünfmal immer dieses, mich da durchs Ending klicken müssen. Ja, an sich musst du ja nur das mit dem Spiel kurz durchwaschen. Und halt sie anrufen. Mehr ist es nicht. Achso, ich muss gar nicht mehr kämpfen dann? Du musst einfach sie anrufen. Und okay. Dann siehst du, was passiert. Hast du es geschafft, ihn zu überwältigen, Mann? Nein. Oh, sollte ich das nicht auch versuchen? Vielleicht. Du wirst sehen, was passiert. Okay. Muss ich Angst haben? Du schaffst das. Wenn sie sich für mich opfert, gar kein Problem für mich. Wirklich gar keins. Sie kommt jetzt ja rüber, ne? Ja, sie kommt jetzt. Also. Ach, ich gehe schon mal scheißen. 20 Minuten. Ich würde so fett nahe in die Schüssel legen. Ich freue mich drauf, die One Piece-Karten auszupacken. Weißt du das gleich nach dem Stream? Ja. Okay. Wenn du möchtest, sonst warte ich damit bis morgen. Alles gut, natürlich. Alles gut. Drück dir die Daumen, schaffst du das?
Oh, oh, oh. Das war das Essen der letzten 5 Tage, du. Komm rein, Asuka. Ich bin zuerst auf dem Sofa. Hihihi und hihiho. Gut. Hier wird sie witzig. Virtual Me. Kann ich auch einfach so live gehen? Nein. Also okay, ich spiele gerade. Also kann muss ihn halt gesehen haben, weißt du? Wieso? Er ist jetzt ja quasi schon gleich in der Wohnung, weißt du? Ach so, ja. Also kann müsste ihn doch gesehen haben. Also heißt es Asuka? Asuka. Kann sein. Asuka. Bidibi und ja, bei Asna. Handy weg, Junge. Junge, das ist unhöflich. Danke. Bin mal auf das Ending gespannt. Ich habe heute eine Pizza mir bestellt, eine ganz große. Und ich habe so viel davon gegessen, dass mein Körper sagte, du musst jetzt schlafen oder du stirbst. Oh, deswegen hast du Nap gemacht. Genau, und deswegen habe ich eine Stunde Fresskoma gemacht. Und beim Fresskoma wurde ich immer wieder geweckt durch Wir fahren Deutschfahr. Muss ich ihn anrufen. Oh. Asuka. Asuka. Ich scheiße mit Rock an. Nett. Muss ich mich hier auch verstecken? Wer sind Sie? Meine Freunde. Oh, Asuka! Wer sind Sie? Wo sind wir hier? In der Wohnung nebenan, der Balkon war offen. Was ein Glück. Deswegen hat sie... Sie hat ihn gesehen. Ah. Geht hier gut, Nina, los. Ah, ich dachte, das wäre jetzt ihre Wohnung. Aha. Wer weiß, vielleicht steht sie auf Fesselspielchen. Beeil dich. Was? Beeil mich. Was? Beeil dich. Was? Oh, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Oh, als ob! Was? Ja, good job. Du bist so langsam. Ich bin da gestorben. Good job. Okay, 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 okay. Renn, renn. Ah!
Hi. Entschuldigen Sie, ist was passiert? Nachtzeit draußen ist gefährlich. Ah! Lassen Sie mich! Er war kein Polizist, oder? Bisher eine Pressekonferenz mitgeteilt. Dass heute vier Aha! Die waren also alle böse. 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 Die 主犯格の宮本力也容疑者は事件の5日前ほどから元交際相手に被害者に復縁を迫っていたといい、力也容疑者は被害者に対して付きまといや盗撮、ストーカー行為のほか、悪臭容疑者に対し被害者宅への侵入を指示した疑いが。他3名には力也容疑者の犯行に手を貸した疑いがそれぞれかけられており、 Was? Das ist wie? Okay. Das ist echt komisch. Du guckst ein bisschen sehr leer, ne? Das ist okay. Soll ich nicht sagen? Ist alles gut? Ich mach jetzt kein Essen. Ich guck jetzt an, ob hier noch was ist. Ist die Tür immer noch zu? Okay. Für keinen die war wahrscheinlich abgeschlossen, damit man sich nicht versteckt oder so. Damit man es schwerer hat oder keine Ahnung. Ich erwarte noch einen Jumpscare. Danke. Ach, so. Du bist. Sieht lecker aus. Oh, sorry, es ist nur, es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her, als ich das letzte Mal dieses Gericht gemacht hatte. Ich hab's gemacht! Und diese Leute, sie wurden wohl erwischt. Das freut mich wirklich sehr. Wer hätte das gedacht? Was war mit der großen Frau, die keinen Trinken kaufen konnte? Weiß nicht. Sie alle stecken in der Sache mit drin. Nina, du musstest so viel durchmachen. Wenn ich doch nur gemerkt hätte, wie ernst die Sache war, dann wäre das alles nicht passiert. Das ist nicht wahr, Asuka. Nur wegen dir ist alles gut gegangen. Danke, dass du so denkst. Ugh. Du solltest so schnell wie möglich umziehen. Ja. Pass auf, dass es nicht nochmal passiert. Da fällt mir ein. Ich wollte dir noch was sagen. Du hast doch dieses Akamanto gespielt. Meintest du nicht, es sei zu schwer für dich? Ich habe gehört, die Entwickler haben ein neues Spiel rausgebracht. Wie hieß es noch? The Convenience Store? Wie bist du durch den Tisch gegangen? Nee, sorry, das sieht scheiße aus. Nee, danke. Es soll wohl nicht so schwer sein wie Akamanto. Ja, weiß nicht. Wurdest du bezahlt dafür? Ich habe gehört, Akamanto war dir zu schwer. Ich habe ein neues Spiel gehört, das heißt Rage Shadow Legends. Wähle aus über 2 Charakteren. Das ist ein japanisches Horrorspiel und auch ein Gelegenheitsspiel. Juck dich! Gelegenheitsspiel durchzuspielen. Kauf dir bis zu 3 Schwerter. Schau es dir mal an.
Mit dem Code Hashtag 7 Asuka. Wie viel Geld kriegst du dafür, Madame? Oh, jetzt haben wir nicht die Credit-Ding angeguckt. Naja. Ja, Magi steht wahrscheinlich drin, Pan und Kong steht wahrscheinlich drin, vielleicht Sebas. Ja, Sebas Shinto. Ja. Cool, ja. Aber es ist doch ein gutes Spiel. Machst du? Ja, ich mach's, es hat Spaß gemacht. Yay. Die Credits, nein, Magi, ich lasse jetzt nicht da drin. Ja, ich stehe drin. Ah, na gut. Jetzt muss ich das Spiel sogar noch updaten, damit ich es nochmal machen kann. Ja, Leute, ich gucke euch an, dass ihr in den Credits steht. Als ob man hier so ein Kindergarten, das ist so wie, guck mal, Papa, was ich hier gemacht habe. Oh, cool, noch 8 Minuten. So lange habe ich Zeit, sonst darf ich das Spiel doch zurückgeben. Mache ich nicht. Würde ich nicht machen. So, Duffy, wollen wir nochmal die Credits angucken? Aber das Spiel war sehr cool. Ich würde sagen, mein zweitliebstes Chillers Art Game. Was findest du am besten? Das, wo ich Kaffee machen musste. Okay. Das Schlechteste war das im Auto, wo ich einfach nur Radio gespielt habe. Ah, oh, die Supporter. Oh, Gronkh! Pan! So schnell kann ich das nicht gucken, Leute. Ich sehe keinen von euch. Shinto ist da links. Shinto! Ich sehe dich nicht, Entschuldigung. Aber Shinto, doch, da oben steht XD. Ich hab's gesehen. Magi, nein, der steht da nicht. Wo ist Sebas? Ich sehe Sebas nicht. Ich nicht. Sebastian Shindowski, da ist Sebas. Viele wissen es nicht, aber er ist Sebastian Shindowski. Ich war es ja wirklich. Das kann sein. Niklas. Ich war auch ganz links, nur Sebas. Ja, okay, haben wir gesehen. Gute Credits. Sehr gut. So, Leute. Das war der Stream. Aber ich fand das Spiel echt gut. Das Spiel hat Spaß gemacht, fand ich. Ja. Aber wie gesagt, das, wo ich Kaffee gemacht habe, fand ich witziger. Das heißt nicht, dass das jetzt schlecht war oder so, aber das beim Kaffeemann, da konnte ich, habe ich das Gefühl, ich konnte noch mehr rumblödeln.